Es kann weitergehen mit Let's Play Ghost of Tsushima. Ich bin der Samus Muffix. Beim letzten Mal haben wir hier mal wieder mit unserem Lieblingsmentor hier seine Schülerin gejagt. Wir sind jetzt hier dabei, hier das neue Territorium hier zu durchstreiten. Und oh, da geht ja gleich die Geschichte von Ishikawa weiter. Aber wir haben noch einiges davor zu tun. Genau, hier und da mit Nadachi. Wer ist hier? Ah, das ist Yuna, haben wir natürlich. So viel zu tun und so wenig Zeit, aber wir werden jetzt erstmal hier die Aufgabe, die Flusskinder machen, was uns da auch genau erwartet. Und dann werden wir wieder mit einer von diesen mystischen Missionen weitermachen. So, schauen wir aber erstmal, was uns hier schön erwartet. Es ist... Es kam des Nachts. Habt ihr es gesehen? Ganz ruhig. Wie ist euer Name? Shino, mein Herr. Shino, sagt, was habt ihr gesehen? Ein Flusskind. Ein Kappa. Ein Dämon? Seid ihr sicher? Wie in den Geschichten, die mein Vater erzählte. Ein Monster im Fluss. Clownspuren im Boden. Ihr habt Glück, dass ihr noch lebt. Ich blieb... Und mein Vater ging, um das Kappa zu verjagen. Dann hörte ich ein Platschen und Schreie. Ich werde nach ihm sehen, Shino. Bleibt hier. Bleibt weg vom Wasser. Oh, oh, oh. Das hört sich ja mal wieder gut an. Das ist ja schon wieder auch eine mystische Mission. Ich mag das mit diesem übernatürlichen Zeug. Oh, ploppt sogar zweimal auf. Also, wo sind sie denn? Schauen wir uns mal die Sache genau an. Hm, der ist tot, der Vater. Könnten von Menschen oder Tieren sein. Sie führen in den Fluss. Aber was an meinem Bein? Glitschig. Die Spuren gehen weiter. Ach da, okay. 12 Fußspuren. Da. Die sieht man aber sauschlecht, die Fußspuren. Wieso mussten wir eigentlich diese Mission bei Nacht beginnen? Boah. Die Fußabdrücke sieht man so gut wie gar nicht. Fällt mir jetzt nicht unbedingt. Aber wir sind ja schon auf der richtigen Fährte. Das muss Shinos Vater sein. Die Schnitte sind primitiv, aber sauber. Vielleicht von einer Klinge. Vielleicht gibt es Spuren des Mörders. Mehr Spuren. Sie führen dort lang. Weg vom Wasser, was natürlich dann im Endeffekt keinen Sinn ergibt. Ich hoffe mal, wir müssen jetzt hier langlaufen, weil ihr kennt die Spuren so gut wie gar nicht. Dieser Geruch. Gegrillter Fisch. So, immer geradeaus. Da hinten brennt übrigens was. Ach, folgen wir einfach den Weg, das wird schon so laufen. So, bin ich überhaupt richtig? Nur Banditen. Sie haben sicher Shinos Vater gestohlen. Ein Samurai tötet nicht hinterrücks? Wie war das nochmal? Alter, mal so schlecht. Hä? Hä? Was habe ich jetzt eigentlich für Trophäe erhalten? Das würde mich interessieren. Verschieße fängst den Gegner auf der Flucht mit einem Bogen. Ja, dachte ich mir. Habe ich den jetzt getroffen? Weil für mich sah das aus, als wäre er im Fluss gehüpft und hätte ich, weiß ich nicht, der Kappa erwischt. Und er wäre gestorben.
Der war wirklich in den Fluss gefallen. Und dann war er weg. Ich habe ihn ja nicht getroffen, ich habe dreimal daneben geschossen. Ja gut, schauen wir uns mal genau alles an. Trockenfisch. Ein paar Steine. Eine Flöte. Hat wohl Shinos Vater gehabt. Eine einfache, von der Hand gefertigte Flöte, die Shinos Vater von einer Partie gestohlen wurde. Ich werde sie ihr bringen. Bin mir sicher, die können wir behalten und dann können wir neue Lieder spielen. Trotzdem wird es der werten Shino nicht allzu viel bringen. Tut mir leid. Grausame Welt. Ich sage, eigentlich haben wir hier größere Probleme mit den Mongolen, aber... Also müssen sich die Leute immer noch gegenseitig abschlachten. Wenn du das nächste Mal auftauchst, dann kriegst du... Pfeile. Dann kriegst du einen Pfeil in den Kopf, weil wollte ich schon sagen. Hast du mal Glück auf, weil so lange wie du da gerade gebraucht hast, das war nicht cool. Mein Vater. Tut mir leid, Shino. Das Kappa hat ihn getötet. Kein Kappa. Diebe. Nein. Nur ein Dämon wäre zu so etwas fähig. Verzweiflung kann aus den besten Männern Dämonen machen. Könnt ihr irgendwo Zuflucht finden? Akashima. Meine Tante ist dort. Hat die eurem Vater gehört? Ja. Er kommt mit mir nach Akashima. Vielen Dank. Ich werde bald aufbrechen. Tut mir leid, meine Dame, aber da sind wir mal zu spät gekommen. So, dann apropos Akashima. 760 Meter sind es. Weil die doch nicht von dahin reiten. Achso, das ist nur das Lager. Was wir ja schon ausgeräuchert haben. Ja, aber komm, ich will ein bisschen die Map aufdecken. Und gleichzeitig können wir ein bisschen was sammeln. Wieso ist denn schon wieder so schlechtes Wetter, Mann? Das kommt immer, wenn man schlecht spielt. Kommt schlechtes Wetter. Deswegen haben wir konstant schlechtes Wetter. Seid ihr Mongolen? Schickt euren besten Krieger. Oh, Bogenschützen. Alter! Dieser Scheißvogel! Ich... Dieser Kackvogel! Der hat mich gerade so irritiert, Mann. Der sitzt nicht so auf ihn drauf, denke ich mir. Okay. Was hast du nun vor? Hallo? Das war eine geile Aktion, aber der Vogel hockt sich da einfach auf seine Schulter. Das hat mich gerade so irritiert, Mann. Na, wo der woanders fährt, also. Muss die nächste Zeit ein bisschen beeilen, sonst steige ich um. Da müssen wir echt so gucken. So wie an der Zelle setzt, er stellt sich einfach drauf, Mann. Sagt sich so, das geht doch nicht nur runter, weil du dich duellierst. Nächstes Duell, diesmal soll es ein bisschen besser laufen. Weder setzt sich nochmal so ein Vogel da drauf. So, danke, Hundi.
Euch kann ich gerade gut gebrauchen, weil ich inzwischen auch weiß, dass ich die Raubtierfälle brauchen kann. Bald seid ihr frei. Mein Segner euch für die Rettung von Fürst Shimura. Habt Dank, mein Herr. Ihr solltet die Sümpfe nahe der Numata-Siedlung meiden. Dort verstecken sich Mongolen. Ein strategischer Ort. Perfekt für Überfälle. Und Angriffe auf jeden, der von Burkaneda kommt. Ihr geht doch nicht dorthin, oder? Mir bleibt keine andere Wahl. Oh, buh. Nur Arbeit, egal wo wir hinreiten. So, ach. Ist es nicht gerade die Siedlung, die wir erobert haben? Oder das... Danke, danke. So, leider müssen wir das jetzt unbedingt immer nutzen, weil, wie gesagt, können wir unsere Pfeilkörbe größer machen und das ist halt gar nicht mal so schlecht. Ja, haben wir ja schon wieder geschafft. Ja, ging doch schneller als erwartet. 700 Meter sind auch nochmal das, was wir waren hier. Mit Nobuman rasen wir da mit Leichtigkeit dahin. Sacken wir nochmal hin und wieder ein paar gute, schöne Blumen ein. Und dann machen wir hier weiter mit unseren Kampfmönchen. Fürst Sakai. Norio. Wir waren alle um Hochi besorgt. Sie brauchen eine Pause. Solche Augenblicke sind derzeit selten. Ich war mal wie Sie. Ich bin nicht mehr der gleiche Mann wie in der Nacht vor Komoda. Wie schlimm war's? Komoda? Schlimm. Wir verloren alle. Der Strand war von Blut durchtränkt. Der Sand wie Brei. Ein albtraumhafter Anblick. Wir ritten Richtung Süden, bis in die Nacht. Ein Sturm zwang uns anzuhalten. Auf einem Gehöft schliefen wir etwas. Schreie rissen mich aus dem Schlaf. Das Haus in Flammen. Plündernde Mongolen. In Ketten kamen wir nach Kaneda. Nachdem wäre ich lieber im Kampf gestorben. Ich ahne, wo sie Hochi festhalten. Wollt ihr jetzt gehen? Ja. Wo gehen wir hin? In ein Küstenlager. Mongolenschiffe auf dem Weg nach Norden holen dort Vorräte und Gefangene. Auf hoher See. Werden wir ihn verlieren. Fürst Sakai, was macht ihr, wenn das alles vorbei ist? Ich weiß es nicht. Ich kann unmöglich heimkehren und einfach weitermachen wie zuvor. So geht es mir mit meinem Tempel. So lange war mein Weg klar vor mir. Dem achtgliedrigen Pfad folgen. Eine Familie gründen. Dem Zedern-Tempel dienen. All das könnt ihr immer noch tun. Ich ging wegen meines Bruders in den Tempel und stellte mir immer vor, wie meine Kinder und Enjos Kinder gemeinsam aufwachsen. Unsere Frauen werden befreundet. Die Mongolen haben nicht alles genommen, Norio. Eines Tages sind sie fort. Und ihr habt euer Leben noch vor euch. Es ist nicht mehr nur mein Leben. Ich muss für Enjo und die anderen gefallenen Mönche leben. Empfindet ihr nicht ebenso für die Samurai von Komoda, als wäret ihr ihnen schuldig? Manchmal. Als müsse mein Leben für 100 Samurai zählen. Doch das erscheint mir unmöglich. Vielleicht ist es das. Mein Leben vor der Invasion kommt mir vor wie das eines anderen. Oder wie die Kindheit. Vielleicht empfindet ihr in 20 Jahren dasselbe für diesen Augenblick. Fürst Sakai,
Ich sagte doch, Hochi sei entschieden gegen Gewalt. Nur er sei anderer Meinung. Wir nähern uns dem Lager. Mongolenwache, erledigt! Kommt her und kämpft! So, da sind wir wieder in unserem Element. Schlecht. Und schlechter. Alter, ich hasse die blöden Lanzenträger, Mann. Ich werde nie mit denen klarkommen. Auch wenn das gerade ganz schön war. Schön, dass du uns geholfen hast übrigens, gell? Wir müssen Hochi finden. Die Mongolen halten da jemanden fest. Hochi, der muss es sein. Wenn ich allein gehe, kann ich unbemerkt zu ihm gelangen. Eine Signalkanone. Ich könnte sie auslösen und sie ablenken. Und ich hole Hochi raus. Ich suche Hochi und treffe euch dort. Wartet nicht auf mich. Bringt Hochi zurück ins Dorf. Ich komme zurecht. Wir sehen uns dann alle in Akashima. Feuert die Signalkanone ab. Ich hole Hochi. Sucht Zuflucht bei Amida Buddha, mein Herr. Okay, also im Endeffekt. Warte mal. Kleidung. Spürartefakt, warte mal. Wir machen jetzt nämlich mal die Ronin-Kleidung. Einfach mal so. Einfach mal schauen, ob wir jetzt hier besser helfen können damit. Ja, okay, die Rüstung, die machen keinen Unterschied. Das macht auch keinen Unterschied. Okay. So, aber eigentlich müssen wir nur dahin gehen, Hochi befreien. Ja, super. Gut gemacht, mein Freund. Das dürfte die Mongolen aufscheuchen. Ruhe! Bitte, nicht! So, sehr gut. Was ist hier los? Wer seid ihr? Mein Freund, wir müssen weg. Ich kann nicht weg. Die Mongolen bringen mich zum Zedern-Tempel. Die Menschen dort brauchen Heiler. Dringend. Dafür ist keine Zeit. Tut mir leid, aber ich muss hier bleiben. Jin! Hochi! Norio, was macht ihr denn hier? Der Alarm hat einen Plünderertrupp angelockt. Sie sind ganz nah. Verdammt. Bleibt zurück, Hochi. Wir halten sie euch vom Leib. Norio, zieht eure Klinge. Darf ich nochmal ganz schön meine Rüstung ändern? Ha, hat sich jetzt natürlich sehr gelohnt. Also. Wir warten jetzt erstmal. Genau darauf habe ich gewartet. Denn wenn wir schon auftauchen. Okay, sie wissen, dass ich da bin. Die Steinkampfhaltung ist sehr effektiv gegen Schwerkämpfer, okay? Aha. Das weiß ich, aber das wusste ich ja schon die ganze Zeit. Oh
Und was ist effektiv gegen die Klopskerle? Alter! Pack da in der Ecke rum. Wisst ihr, die müssen ja denen jetzt Schaden zufügen, das will ich ja gar nicht. Aber zumindest ablenken sollte es die, wenn der Pfeil sie trifft. Ich mach das schon. Euch werde ich Manieren lehren. Ein Mönch des Zedern-Tempels ist euer Sensei. Sind die anderen bei euch, Norio? Alle sind fort. Nur ich bin hier. Tut mir leid. Ich wünschte, die Blutbäder wären vorbei. Die Mongolen suchten nach mir. Ich ergab mich, um Leben zu retten. Woher wussten sie, wie sie euch finden? Sie wussten, ich war in Akashima. Und ich sollte zum Zedern-Tempel zurückkehren. Sie brauchen einen Heiler. Ihr wolltet die Verwundeten des Feindes behandeln? Ob Mongolen oder Japaner, wir alle leiden. Einige verdienen es. Doch das heißt, ist der Zedern-Tempel gefallen? Ich weiß nicht. Norio, bringt Hochi zurück ins Dorf, bevor die Verstärkung ankommt. Sie werden Rache wollen. Ich komme nach und wir machen einen Plan. Das würde ja bedeuten, dass die restlichen Kampfmönche hier ebenfalls bezwungen wurden, was wir jetzt einfach mal nicht hoffen. So, saufen noch ein bisschen Sake. Ich finde diese Szene immer so cool, aber sie dauern immer viel zu lang. Es soll einfach so einmal kurz die Blende sein und zack, fertig. Aber dann kommt immer so ewig lang dieser Text, wird da angezeigt. Also, haben wir da zwei Skillpunkte. Jo. Wundeschläge. So, und dann schauen wir hier rein. Da haben wir natürlich jetzt aufgegeben. Aber. Oh, in Akashima haben wir inzwischen zwei Aufgaben. Cool. Noch mythische Aufgabe. Okay, cool. Ich denke aber, wir machen erstmal hier weiter. Geist im Nebel. Hört sich nämlich cool an. Und ich möchte natürlich wissen, wie es hier weitergeht mit unseren Mönchen. Es wäre mal nicht schlecht, eine Armee mal zu haben, weil ja, die Strute, die haben uns ja verraten. Diese Penner, Mann. Kämpfen wir jetzt auch noch gegen uns, Mann. Ah, aber ich sehe schon einen finalen Kampf. Die beiden ehemaligen Freunde hier im Kampf auf Leben und Tod. Das war, also bis jetzt der geilste Moment im Spiel, muss man schon mal so sagen. Okay. So, stimmen wir weiter hier. Rehe gelten in den Menschen von Tsushima heilig. Sie zu jagen, wird missbilligt. Ups, jetzt weiß ich, wieso ich da nichts bekomme, wenn ich die mal töte. Und ich habe mich schon mal gewundert. Wieso ich da keine Fälle bekomme oder irgendwas? Naja, kann man nichts machen. Mit Gewalt zu vergelten, Tobio. Es ist richtig, mehr Leiden zu verhindern. Wenn ihr diese Banditen tötet, rächen sich andere. Hm? Warte mal, das wird so ein Geschenkschein. Habe ich doch richtig gesehen. 1 Milliarde Vorräte. So, rachsüchtiger Fürst. Sehr schön. Diebestuch. Habe sie in den Norden getragen, um nicht zu frieren. Oh, das ist aber nett. So, reich beschenkt hier. Ja, das ist doch mal lieb hier. Ich hätte lieber aber 5000 Vorräte. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Fürst Sakai. Was ist los? Mongolen sammeln sich in der Nähe. Bereit zum Angriff. Wir sollten zur Burg Kaneda fliehen. Flieht und die Mongolen werden euch jagen. Keiner von euch wird die Mauern Kanedas erreichen. Aber unsere Hände bleiben sauber. Erzählt dem Dorf, was ihr fürs plant, Hochi. Das will ich sehen. Norio, der achtgliedrige Pfad sollte euch wichtiger sein als die Meinung anderer. Erst lauft ihr Enjo nach, jetzt Fürst Sakai.
Könnt ihr nicht selbstständig denken? Nehmt meines Bruders Namen nicht in den Mund. Genug. Norio und ich übernehmen das Kämpfen. Der Rest kann sich verstecken. Ich verstecke mich nicht. Ich töte nicht. Aber ich bin kein Feigling. Ich sehe mich im Dorf um. Mal sehen, was wir schnell zur Verteidigung aufbauen können. Schaut alle um euch. Macht euch bereit zum Verstecken. Okay, das werden wir tun. Doch davor machen wir nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Ghost of Tsushima. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.